Ja, dann heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserer zweiten Podiumsdiskussion des Tages mit dem Titel Offene Verwaltung, Legitimation von Verwaltungshandeln durch Bürgerbeteiligung. Das heißt, wir bleiben in der nächsten Stunde bei dem Thema Politik und Transparenz, aber wollen jetzt eine Ebene tiefer gehen und uns dem Thema Legitimation von Verwaltungshandeln durch Bürger widmen. Das heißt, wir diskutieren jetzt die Frage, wie Transparenz in der Verwaltung zu mehr politischer Zufriedenheit, aber auch zu Effizienzsteigerung, Beteiligung und Legitimation führen kann. Ich freue mich sehr, zwei Gäste zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten Frau Dr. Anke Knopp. Frau Dr. Knopp ist Politikwissenschaftlerin, Germanistin und hat auch Romanistik an der WWU Münster studiert und ihre Promotion zum Thema Bürgerbeteiligung in der Gemeindeordnung NRW geschrieben. Sie ist freie Journalistin, Autorin von Sachbüchern, Publizistin und Kommunalpolitikerin, vor allem für die politische Geschäftsführung des Bündnis 90 Die Grünen in Gütersloh aktiv gewesen, sowie Sprecherin von Demokratie Wagen. Das ist eine Bürgerinitiative in Gütersloh, über die werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Sie arbeitet im Bereich Public Affairs der Bertelsmann Stiftung und ist heute Projekt- und Community Managerin Zukunft der Integration für die Bertelsmann Stiftung. Ja, und außerdem bloggt sie auch für den Blickpunkt aus Gütersloh. Auch das ist nicht irrelevant in diesem Kontext. Zu meiner Linken möchte ich ganz herzlich begrüßen Herr Dr. Norbert Niemeyer. Herr Niemeyer ist als Senior Client Executive seit 2011 bei der Firma SAS-Institut verantwortlich für den Vertrieb der Bundesbehörden. Das SAS-Institut ist Weltmarktführer im Bereich von Business Intelligence und Analytics und hier im Bereich öffentlicher Verwaltung tätig. Herr Dr. Niemeyer war vorher bei verschiedensten Beratungshäusern, bei Accenture, bei Capgemini und Bearing Point als Spezialist für die Themenstellung der öffentlichen Verwaltung verantwortlich. Ja, und hat hier eine Vielzahl von IT- und organisatorischen Projekten geleitet. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich. Bitte einen Applaus für unsere Panelisten. Ja, ich würde gerne einsteigen mit dem Thema Hamburg, auch wenn das jetzt nicht unser regionaler Schwerpunkt der nächsten Stunde werden wird, aber Hamburg hat vor kurzem ein Transparenz verabschiedet. Dieses Transparenzgesetz soll dafür sorgen, dass Dokumente aus Politik und Verwaltung, zum Beispiel Senatsbeschlüsse, Gutachten oder Baugenehmigungen, nicht mehr nur auf Antrag zugänglich gemacht werden, sondern von vornherein frei im Internet verfügbar gemacht werden sollen. Es gab hierzu eine gemeinsame Erklärung aller Bürgerschaftsfraktionen und der Volksinitiative Transparenz schafft Vertrauen. Ein Statement aus dieser Erklärung ist, das Amtsgeheimnis hat im Wesentlichen ausgedient. Herr Niemeyer, würden Sie dieser Aussage zustimmen? Ja, danke, das ist eine gute Frage. Ich würde mal, das ist jetzt ein Zufall, ich habe die letzten Tage einfach mal gegoogelt, was aus meiner Sicht eine vielleicht aktuelle Stellungnahme zu diesem Themenkomplex und diesem Informationsfreiheitsgesetz auch ist. Und da habe ich durch Zufall, das ist jetzt nicht geplant gewesen, den Herrn Peter Schaar dort gefunden. Da wird hier zitiert, das vielleicht kann ich das mal kurz vorlesen, weil das ist irgendwie Datenschutz. Das ist, ich glaube, das Thema Datenschutz ist ganz wichtig und deshalb würde ich das auch von vornherein gleich thematisieren. Ich habe es hier mir ausgedruckt, das muss ich mir hier raufgucken. Mir reicht es nicht aus, wenn die verwaltenden Informationen auf Antrag herausgeben. Ja, so, und weiter heißt es, mehr Offenheit sei eine Chance für eine partizipativere Demografie. Demokratie, nicht Demografie. Viele Regierungsvertreter haben Sonntagsreden über Transparenz. Im behördlichen Alltag ist diese Botschaft aber noch nicht angekommen. Das fand ich jetzt eigentlich ganz bezeichnend, weil hat ja hier, wie gesagt, der Herr Schaar entsprechend in der Veranstaltung gesagt. Und das zeigt mir eigentlich auch ein bisschen eine relativ gute und neutrale, für mich relativ neutrale Darstellung, wie eigentlich die Sachlage ist. Dass, ich sag mal so, die Behörden oft auf ihren Informationen sitzen. Also die, ich sag mal, haben eine Schatztruhe Gold da, Vielzahl von Fachdaten, von Geodaten, von Spezialdaten. Es wird aber dann oft so getan, als ob das ihr Besitzstand ist und man rückt sehr wenig und sehr zögerlich diese Informationen heraus. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren immer schon beobachtet habe. Und ich glaube, man muss eigentlich Datensatz für Datensatz in einen Fight gehen, um dann wirklich dann die Behörden zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, proaktiver die Menschen dort mit einzubinden. Deshalb, für mich ist es so ein bisschen diese Aussage ein sehr guter Gradmesser. Ich glaube, die Verwaltung muss hier noch ganze Menge lernen, weil es ist ja nicht so, dass die Verwaltung für alles
was dann, wenn sie die Daten herausgegeben haben, verantwortlich sind, was damit passiert. Also wenn jetzt irgendwelche Bürger, irgendwelche Dritten dann diese Daten nehmen und diese Daten weiter verarbeiten, veredeln und mit diesen Daten etwas anfangen, dann ist es ja nicht so, dass die Verwaltung für immer und ewig verantwortlich ist, was mit diesen Daten passieren. Aber das ist oft die Meinung, die man hört in Verwaltungen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass da ein Kulturwandel stattfindet in den Behörden, in der Verwaltung. Und deshalb, glaube ich, ist das auch ganz wichtig, dass wir solche Gesetze haben, beziehungsweise von der EU-Ebene, das haben wir eben gerade gehört, gibt es ja auch entsprechenden Druck. Das ist richtig. Fühlen Sie sich bitte eingeladen, direkt mitzureden, jetzt wo Sie schon persönlich angesprochen wurden. Gleich. Wenn Sie möchten, jetzt wo Sie zitiert wurden. Wenn Sie mich jetzt so einladen. Ja, Peter Schaar, ich bin nicht nur Datenschützer, sondern auch der Informationsbeauftragte des Freiheitsbeauftragte des Bundes und insofern auch sozusagen der Hüter der Informationsfreiheit. Und den Satz, den Sie da zitiert haben, der nimmt darauf Bezug, dass wir zwar immer wieder hören, Open Government, Open Data und in Wirklichkeit, wenn es dann hart auf hart kommt, stellt man dann sehr viel weniger ins Netz, als man eigentlich könnte. Das hat dann sehr viele unterschiedliche Aspekte. Und da denke ich, da muss man dann, glaube ich, auch weitergehen. Auch der Gesetzgeber sollte da eben nicht nur den Verwaltungen es ermöglichen, bestimmte Informationen preiszugeben, sondern er sollte sie durchaus auch verpflichten. Und der Bundesinnenminister hat da ja eine etwas andere Meinung geäußert. Er sagte, jeder kann, niemand muss. Das hört sich erstmal sehr schön an, aber das bezog sich auf die Verwaltung. Ne? Und ich möchte eigentlich ein Bürgerrecht auf Informationszugang haben. Und bei dieser Veranstaltung, auf der ich das gesagt habe, gab es dazu auch eine sehr interessante Darstellung von Professor Pernies von der Humboldt-Universität, der gesagt hat, und das fand ich wirklich eine fantastische Darstellung, dass sich das, dass es eigentlich gar keine Rechtfertigung für den Staat gibt, Informationen geheim zu halten, es sei denn, es gibt ganz spezielle, auch genau definierte Gründe, dass sozusagen jede Information, die der Staat im Auftrag der Gesellschaft sammelt, eigentlich im Prinzip öffentlich sein sollte. Und dann gibt es eben bestimmte so durchaus schutzwürdige Belange. Das können Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sein, das kann Datenschutz sein, nicht? Die dann das wieder ein bisschen zurücknehmen. Aber im Grundsatz sollte es erstmal öffentlich sein. Dankeschön für die Ergänzung. Jetzt haben wir aber schon in der letzten Diskussionsrunde gehört, dass es leider fern von der aktuellen Gegebenheit. Hamburg ist eines der Bundesländer, die ein Informationsfreiheitsgesetz haben und jetzt eben diesen, der ja als bahnbrechenden Schritt in Deutschland gibt, dieses umgewandelt haben in ein Transparenzgesetz. Aber es gibt immer noch Bundesländer, die gar nicht eben noch nicht mal diese Informationsfreiheitsgesetze verabschiedet haben. Warum ziehen andere Bundesländer hier nicht mit oder inwiefern hoffen Sie vielleicht auch, dass jetzt von diesem neues Gesetz in Hamburg eine Signalwirkung für andere Bundesländer ausgeht? Wie ist die Situation in NRW? Das stimmt. Ich bin ja, also mein Blickwinkel ist immer der, dass ich das Ganze runterbreche von der ganz großen Ebene, wo ganz viele Leute nach 10 Sätzen aussteigen, das verstehen zu wollen. Ich versuche immer zu gucken, wie kommt das eigentlich an bei so einem hobbymäßig unterwegs seienden Bürger oder Bürgerin, wie ich das in meiner Kommune mache. Und da kann ich sagen, Hamburg ist ganz, ganz weit weg. Man hört das irgendwo in den Nachrichten oder liest das in der Zeitung. Und dass es das in NRW in dieser Breite noch nicht gibt, das wissen kaum Leute. Dann gibt es aber in NRW, also Nordrhein-Westfalen, diese ganz kleine Neuerung, das wird in Klammern Transparenzgesetz genannt. Und zwar müssen kommunale Betriebe, die Eigenbetriebe sind des Landes oder der Stadt, müssen offenlegen, welche Gehälter die Geschäftsführer haben. Also das ist zum Beispiel etwas, was direkt unten ankommt. So, und dann kann ich das in meiner Stadt sehen, in der Zeitung. Da wird nämlich dann darüber berichtet, dass es dieses Transparenzgesetz in Miniformat gibt. Und das heißt, dass die stadteigenen Betriebe offenlegen müssen, was die Leute verdienen. Und das ist sehr, sehr nah, weil die Menschen, die da Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sind, sind namentlich und personenmäßig bekannt. So, dann lese ich in der Zeitung, dass die Geschäftsführerin des städtischen Klinikums 360.000 Euro bekommt, dass der Stadtwerke-Leiter ganz klar gesagt hat, ich gebe meinen Gehalt nicht preis, obwohl ich das eigentlich muss. Da stellt sich als erstes die Frage, warum hat die Stadt den nicht gefragt, das offenzulegen, obwohl sie die Hoheit gehabt hätte.
Und dann sehe ich auch, dass der Leiter der städtischen Sparkasse sich beschwert, dass er das offenlegen muss, aber seine Kollegen anderer Banken nicht. Und er fühlt sich da angegart und vielleicht wissen Sie das auch besser, die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen, die klagen dagegen. So, das ist das, was ankommt. Ich glaube, das ist das auch, was spannend ist und was diese Sogkraft aus den Bundesländern so enorm macht. Und daher über diesen Umweg, Hamburg ist da sehr weit, aber Hamburg ist auch klein. Und übertragen nach Nordrhein-Westfalen dauert das, glaube ich, ziemlich lange. Aber wenn die Bürgerinnen und Bürger verstehen, was für eine reale Situation daraus entsteht, was für einen Mehrwert sie daraus haben, glaube ich, wird das auch flächendeckend eingeführt werden müssen. Weil sie können sich damit endlich identifizieren und auch vergleichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir auch noch mehr sprechen wollen. Und dieses Verstehen der Bürger, also auch der Druck von Bürgerseite, diesen aufzubauen, um das einzufordern von Regierung, da würde ich gerne auch Ihren Eindruck hören, wie weit wir dabei sind. Denn mein Eindruck ist nach wie vor, dass dieses gesamte Thema E-Government in Deutschland eins ist, was über die Zeit eingeschlafen ist. Und wir heute auch gerade im internationalen Vergleich nach wie vor das Pflichtprogramm absolvieren. Aber so wirklich dieses Interesse, man geht aufeinander zu, nach wie vor extrem gering ist. Und da sich so wenig von staatlicher Seite tut, ja die Hoffnung zuletzt stirbt, dass auch von Bürgerseite dieser Druck eben erhöht wird, um da anders zu fordern. Ja, ich würde dem nicht widersprechen wollen. Allerdings glaube ich, da muss man die Bürgerinnen und Bürger auch ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen. Weil ich denke, dass man der gewählten Politik jahrelang diese Möglichkeit gegeben hat. Also man hat die gewählt, alle 4 oder 5 Jahre, je nachdem, und hat das Mandat abgegeben. Und man war an der Stelle befriedet, bis auf wenige Impulse, wo eben dieser Bürgerwille hochgekommen ist. Ich glaube, das ändert sich. Ich glaube, dass die Leute, die Damen und Herren, vor allen Dingen auch durch das Netz, sehr stark gemerkt haben, wie sehr sie sich selbst informieren können und wie stark Informationen machen. Und deshalb glaube ich, dieser Weckruf ist allemal durchs Land gegangen. Das wird wieder sehr stark erwachen. Wie sehen Sie das, Herr Minima? Stimmen Sie dem zu? Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, dass es die sozialen Medien sind, dass es das Internet ist und letztlich auch die Piratenpartei, muss man einfach mal so sagen. Ich meine, sie waren ja vorher hier und die Grünen haben sich, glaube ich, jetzt ganz intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, aber da vorher war es vielleicht auch nicht ganz so intensiv. Also, aber nicht nur die, sondern in allen Bereichen ist es, glaube ich, jetzt ein großes Thema geworden, was ich auch sehr gut finde, weil das trägt dazu bei, dass insgesamt die Verwaltung sich öffnet. Allerdings muss ich auch noch eine Menge Fragezeichen dahinter machen, weil ich glaube, in der Verwaltung gibt es einen gewisses Beharrungsvermögen. Mhm. Ja, die Verwaltung, das begegne ich immer wieder, die glauben eigentlich auch so ein Stück weit, sie wüssten genau, was am besten ist für den Bürger und wie sie ihn am besten informieren. Weil sie natürlich auch durch ihre Kompetenz, die sie auch zweifelsohne haben in vielen Themen, einfach davon ausgehen, dass sie die Deutungshoheit dann auch behalten wollen, dass sie ein Stück weit auch sonst Machtverlust fürchten. Und deshalb ist es so, dass meiner Ansicht nach die Verwaltung sich heute auch immer noch sehr stark sträubt dagegen, Daten rauszugeben. Also nur ein ganz kurzes Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die amtliche Statistik denke, also wir sind sehr aktiv da in diesem Bereich auch, da ist es so, dass bis die amtliche Statistik dann mal da ist, das dauert dann 2, 3 bis 5 Jahre. Ja, wenn die Ergebnisse dann da sind, wer will denn mit diesen Daten und mit dieser Interpretation der Daten wirklich noch was anfangen? Weil das sind dann Daten von gestern. Ich meine, sicherlich, sie sind geprüft, sie sind 100% akkurat, die sind sehr genau, sie helfen einem sicherlich wirklich sehr gut, diese Dinge zu interpretieren, aber sie sind von gestern und sie sind dann 2, 3, 4 Jahre zurück. Und also das meine ich damit. Ich glaube, heute sind wir in einem anderen Zeitalter, wo Daten schnell verbreitet werden, schnell kopiert werden. Wir müssen, glaube ich, uns dem öffnen und auch die Verwaltung. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man da auch umdenkt. Jetzt kann man ja sagen, dass auf der einen Seite das ganze Thema Open Government und Open Data zum ersten Mal seit Jahren wieder Schwung in diese ganze Sache gebracht hat. Und auch da, wie Sie auch schon gesagt haben, durch natürlich die Verbreitung digitaler Medien, aber auch eben jetzt dieser Debatte an sich, auch eben dieser Druck neu entstanden ist. Aber auch da, Berlin ist jetzt das erste Land mit einem Open Data Portal. Und wir sehen auch hier, Herr Schaar hat es auch eben angesprochen, eine sehr große Zurückhaltung, sich diesem Thema intensiv zu widmen, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene.
einerseits der Kulturwandel auf Bürgerseite gefordert, wieder mehr Partizipation zu wollen einzufordern, aber da ja anscheinend auch wirklich noch nach wie vor dieses Verständnis nicht bei den Behörden und auch nicht die Bereitschaft angekommen. Warum ist das so? Warum hinken wir da so hinterher? Eine abschließende Antwort kann ich nicht geben. Ich sehe nur Verwaltung stehen auch im Spannungsverhältnis zwischen Politik und Bürgerschaft. Wenn Verwaltungen Dinge rausgeben, die auch damit den Bürgern öffentlich sind, kommt sofort die Replik aus der Politik, die sagt, wir sind Premiumkunde, ihr müsst eigentlich erst uns bedienen. Also zwischen Verwaltung und Politik ist dann erstmal der Machtkampf ausgebrochen. Wer hat eigentlich die Deutungshoheit, nachdem die Verwaltung als erste diese Daten erhoben hat? Das würde ich nicht unterschätzen. Ich glaube, dass da ein Stück weit Konkurrenzkampf auf Augenhöhe stattgefunden hat, eben durch die sozialen Medien. Also Bürgerschaft erhebt sich mehr und mehr in den Rang der Politik, um auch Primumkunde gegenüber der Verwaltung zu werden. Und Verwaltung die sind einfach in ihrem Selbstverständnis all die Jahre unangerührt geblieben, dass sie so verfahren konnten. Es hat keiner protestiert dagegen. Erstmal sie selbst nicht, ganz klar, sie haben sich in dieser Position gut gefühlt. Dann Politik war nicht besonders interessiert, Verwaltungshandlung offen zu machen. Und jetzt auf einmal ist der Zwang da, das zu tun. Sie müssen einfach Selbstverständnis neu überdenken. Hier vorne. Nachdem das ja jetzt alles schön ist, dass alle über die Verwaltung reden können, weil keine da ist. Ich bin auch keine Verwaltung, muss ich sagen. Ich bin Lobbyist. Aber ich finde, ich finde es alles richtig mit Transparenz, kann man alles sagen. Jetzt muss man aber, es gibt zwei Fragen. Erstens, Transparenz macht auch Arbeit. Was ich verstehe, wenn Verwaltung sagt, es ist dauernd Daten aufzubearbeiten, ist umständlich, wenn man keine Prozesse hat, die da aufgestellt sind. Und für die Prozesse fehlt tatsächlich der Support, also fehlt das, dass man die öffentliche Verwaltung wirklich umkrempelt und dass die Schnittstellen systematisch vorhanden sind. Da müsste Politik was machen, das tut sie nicht. Das Zweite ist, dass ja immer alle sagen, Sie haben das ja auch gesagt, die Bürger wären kompetenter. Also ich habe einige Erfahrungen mit zivilgesellschaftlichen Prozessen, habe verschiedene Initiativen gegründet, habe auch bei den Wahlkampf der Grünen in Baden-Württemberg, also mit Stuttgart 21 beraten, und die Bürger haben Erfahrungen, meckern und sich artikulieren gegen etwas. Und nicht umsonst ist ja die Frage, wenn Sie das aufgreifen, mit den Sparkassendirektoren, die ihr Gehalt nicht offenlegen wollen, das ist doch ein typisches Meckerthema. Ich finde es richtig, wenn die ihre Gehälter offenlegen sollen, weil schließlich und endlich werden sie aus dem öffentlichen Bereich bezahlt. Aber man darf nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass das automatisch Partizipation bedeutet, weil Partizipation hat den nächsten Schritt. Erst kann man meckern, das ist wie bei den Piraten, die blocken dann alle und denken, es ist Politik, wenn ich irgendwie ins Netz rotze. So, die nächste Frage ist sozusagen, sich eigentlich politische Programme zu machen und konsequent daran arbeiten. Das ist ziemlich anstrengend und da bleiben dann viele auf der Strecke. Also da ist sozusagen, würde ich diesen Halleluja-Ruf der Partizipation ein bisschen runterhängen und sagen, wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, unter welchen Umständen sind eigentlich Menschen bereit mitzuarbeiten und eigentlich jetzt auch schon die laufenden Diskussionen oder laufenden Beispiele angucken und sagen, funktionieren die eigentlich? Funktioniert der Bürgerhaushalt eigentlich, um nicht sozusagen eine Welle loszutreten für irgendwas, was eigentlich gar niemand haben will? Ich würde gerne zu dem Thema, wie funktioniert Partizipation, unter welchen Umständen und wer beteiligt sich wann, gleich tiefer einsteigen, aber vorher noch mal ganz kurz das Thema Open Data, wo wir noch drin waren, also Ihr erstes Statement sozusagen aufnehmen und an Herrn Niemeyer noch mal die Frage stellen, inwiefern, also wir haben gerade gehört, es mangelt an Prozessen, es mangelt auch an einem Bewusstsein vielleicht dafür, inwiefern findet denn eine Diskussion innerhalb von Verwaltung statt über den Mehrwert von Open Data, nicht nur für den Bürger und sozusagen als Dienstleister nach außen, sondern auch fürs eigene Verwaltungshandeln?
Also ich glaube, diese Diskussion ist auf alle Fälle da. Also das muss man schon sagen. Es geht jetzt auch gar nicht darum, eine Schelte gegenüber der Verwaltung hier zu machen. Die Verwaltung ist natürlich, das muss man auch sagen, ein großer Apparat, strukturiert nach Ressortprinzip, Föderalismus und so weiter und so fort. Das kommt hinzu. Die Politik gibt natürlich auch Vorgaben etc. Also insofern ist es immer schön einfach, auf jemanden da zu schimpfen. Die Verwaltung bemüht sich, glaube ich, sie hat sich dieser Themen angenommen. Open Data, da geht es dann auch um Standards, um Schnittstellen, um IT-Systeme etc. Sie bemüht sich, glaube ich, und sie öffnet sich auch zunehmend, aber man muss eben sagen, diese Schritte sind sehr langsam. Es gibt ja immer diese E-Government-Untersuchung bei Capgemini zum Beispiel auch. Deutschland ist da immer im Mittelfeld und das ist auch wirklich so. Die sind nicht weiter vorne. Man hat eben sehr viel gemacht, indem man sagt, wir geben Informationen nach draußen, wir haben ein Portal, aber die Prozesse in der Verwaltung selber, die sind weiterhin silohaft aufgesetzt, die sind nicht Prozess, also man hat nicht wirkliche Prozesse, sondern man hat einzelne arbeitsteilige Organisationen mit Spezialwissen dort vor Ort. Das heißt, ich glaube, man tut was, man hat verschiedene Fachverfahren, man versucht auch bestimmte Dinge zu bündeln, man versucht auch Dinge voranzuschieben, aber man muss auch sehen, es sind sehr oft Juristen, die das machen, das ist, hat einen ganz entscheidenden Hintergrund, die dann auch ein Stück weit in rechtlichen Dingen denken und auch so diskutieren. Es sind nicht, sage ich mal so, die Leute, die jetzt die Ärmel hochkrempeln und die Macher, die jetzt sagen, jetzt mache ich es mal. Effizienzgesichtspunkte sind, glaube ich, nicht so entscheidend. Eine Kosten-Leistungsrechnung haben wir in der Verwaltung ja so nicht. Wir haben die Kameralistik. Insofern sind das auch andere Steuerungsmechanismen und Hebel. Also meiner Ansicht nach ist das Thema Open Data im Kommen. Die Verwaltung bemüht sich, aber nur punktuell. Ich glaube, sie hat es noch nicht wirklich erkannt und verstanden, dass wir hier eigentlich meiner Ansicht nach einen Paradigmawechsel vor uns haben, dass es nicht ein Effekt ist, den ich mal aussitzen kann und dann geht es vorbei, sondern dass es nachhaltig ist und dass da immer mehr kommt. Und deshalb glaube ich, wäre die Verwaltung gut beraten, wenn sie sich noch ein bisschen bemüht, noch mehr zu machen. Um Verwaltungsschelte geht es mir auch nicht, aber E-Government wird immer noch, oder Open Data wird immer noch als das alte Prinzip vom Sender-Empfänger ins Netz verlagert. Also da ist noch lange kein Dialog. Und das ist der erste minimalistische Schritt, den ich ja gut finde. Und da bekommt das Meckern auch nochmal eine ganz andere Kategorie, weil das Meckern ist erstmal das erste Postulat einer Bürgerschaft, um Alternativen oder Protest zu formulieren. So, und deshalb finde ich Meckern erstmal grundsätzlich positiv, weil das heißt, hallo wach, ich bin da und ich habe eine andere Meinung als das, was Verwaltung und Politik durchs Land treten. So, und dann kommen wieder die drei Beteiligten eigentlich zusammen, Politik, Verwaltung und Bürger, und dann geht es um Partizipation. Also Meckern ist sozusagen das Hors d'oeuvre dieser ganzen Prozesse und nichts ist besser als Meckern in einer Kommune, die sonst nur schläft. Ich möchte nochmal den Aufruf starten, dass Sie gerne näher zu uns kommen können, damit ich Sie auch noch besser sehe und wir eine regere Diskussion zusammenführen können. Sie hatten eben den Aspekt Kosten angesprochen und gesagt, der Zwang ist nicht ganz so vorhanden, aber nichtsdestotrotz wurde ja auch das Thema, inwiefern Open, also die Kriterien der Offenheit auch im Sinne der Kostenfreiheit in Deutschland umgesetzt werden, recht rege geführt. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite die Verfechter, die sagen, es geht hier vor allem um Lizenzfreiheit und es geht hier um Kostenfreiheit, sonst ist Open nicht wirklich Open. Und auf der anderen Seite das Argument, dass es ja aber auch Kosten verursacht für die Verwaltung, Daten entsprechend offen, gerecht ins Netz zu stellen. Wie sehen Sie diese beiden Argumente, Herr Niemeyer? Ich würde nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie auch gesagt haben. Und das fand ich auch sehr gut. Erstmal ist man sicherlich dabei, etwas negativ zu formulieren, finde ich sehr gut. Und Sie haben auch ganz genau recht. Man muss erstmal zeigen, und die Diskussion vorher, die hat es ja auch gezeigt bei der Enquete-Kommission, wie gering die Beteiligung war. Das waren ja ganz wenige Akteure. Das war nicht eine breite Mehrheit aus dem Volk herausgetragen von Spezialisten, sondern das waren ganz, ganz wenige. Also deshalb, das muss man auch erstmal lernen, aber man muss auch sagen, dass die Bürger selber, und wir haben von unserer Seite eine Forsa-Umfrage gemacht, wo wir das versucht haben, ein bisschen zu ermitteln, dass die Bürger selber schon mehr Partizipation aktiv einfordern und dass sie sich gerne beteiligen möchten und nicht, dass es, wie es jetzt teilweise läuft, dass man die Bürger sozusagen ein bisschen manipulativ nutzt, indem man über Formen, die man dort aufsetzt, versucht, die Bürger ein bisschen zu beschwichtigen und vielleicht die Meinungsbildung ein bisschen abzukürzen, sondern dass die Bürger auch wirklich teilhaben können und auch gestalterisch
mit tätig sein können. Ich glaube, solche Tätigkeiten müssen die Bürger allerdings auch erst lernen. Also es ist nicht so, dass das jeder Bürger kann, aber auch die Verwaltung muss das, glaube ich, ernst nehmen. Und heute sind das oft Alibi-Veranstaltungen, wenn man denn in diese Richtung denkt. Hinzu kommt noch, dass man natürlich auf Basis von Gesetzen arbeitet, die ich sag mal so 50er Jahre, ja, also die schon sehr lange zurück sind. Heute sieht man ja, wenn man die Großbaustellen sieht, also der Flughafen oder Stuttgart 21 etc., es ist oft so, dass es ja formelle und informelle Partizipationsverfahren gibt und die formellen sehr früh ablaufen, die dann gesetzlich auch gemacht werden müssen. Da interessiert sich aber meistens noch gar keiner so richtig dafür, was ja nun auch der Mensch ist, lebt in seinem Alltagswelt, ja, und kann auch nicht alle Themen parallel verfolgen, was er vielleicht müsste, aber was schafft er auch nicht. Und deshalb ist es oft so, dass dann im Nachhinein erst dann die große Protestwelle kommt. Also da stimmt auch die gesetzliche Situation nicht mit den tatsächlichen Anforderungen des Alltags und ja, der Situation zusammen. Die Situation haben wir in Berlin hier sehr oft. Es gibt eine Reihe von solchen Beispielen, Mediaspray etc., wo diese Argumentation auch verwendet wird. Aber das war jetzt nicht so genau die Frage, die ich gestellt habe. Vielleicht nochmal andersrum gestellt. Arbeiten Sie denn mit Verwaltungen zu diesem Thema Open Data und wie bringen wir Daten ins Netz zusammen? Und welche Rolle spielt da die Kostenfrage? Also, ja, gut, dass Sie nochmal nachhaken. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen vom Thema abgekommen. Die Kostenfrage jetzt, also die Frage der Lizenzen und die Frage von Lizenzkosten, die entstehen, sind enorm. Ja, wo entstehen die Daten? Ja, auch bei Geodateninformationssystemen oder bei Geodaten ist es ja ganz eine Frage, wer sitzt auf den Daten und wer hat sozusagen das Recht, diese Daten auch zu verwerten. Also insofern sind das immer auch wichtige Fragen, wo entstehen Kosten. Und ich glaube, in der Open-Data-Szene ist es auch nicht so, dass man verlangt, dass die Verwaltung nicht entsprechend entgolten wird, ja, für diese Daten. Nur ich glaube, das ist meiner Ansicht nach auch von der Verwaltung noch nicht so richtig erkannt, dass man die Daten zu einem frühen Zeitpunkt bereitstellen soll, dass man auch dann den Wirtschaftsakteuren oder den sozialen Akteuren oder der Gesellschaft die Möglichkeit gibt, diese Daten selber weiterzuverarbeiten und nicht auf die Monopolsituation der Verwaltung, die heute alles machen möchte, warten sollte. Ich würde da gerne eingreifen und mal fragen, was sind denn eigentlich Daten? Also da fehlt mir dann auch der politische Diskurs dazu, nochmal auch klein zu hauen, welche Daten überhaupt gemeint sind, weil ich will keine, wie hat der Kollege das heute Morgen gesagt, Geodaten vom nächsten Postkasten in meiner Kommune, sondern ich will wirklich harte Fakten haben, ich will beispielsweise Verträge einsehen, ich will Prozesse einsehen, gerade wenn es um Immobilien geht. Bei uns in der Region zum Beispiel ist das große Thema Konversion in Diskussion, das heißt der Abzug der britischen Streitkräfte und die Frage der Folgenutzung. Da geht es um richtig viel Geld, richtig viel in Infrastruktur und richtig viel Folgeentscheidung, auch was den Umweltschutz angeht. Und da gibt es überhaupt gar keine Daten zu. Und also auch der politische Diskurs dazu fehlt mir, was man eigentlich offenlegen müsste. Das heißt, gerade wäre das eine Frage für Sie. Entschuldigung, gerade wenn wir wirtschaftliche Faktoren haben, die hier bedacht werden müssen, dass wir eigentlich eine öffentliche Diskussion brauchen, welche Daten haben Priorität, was wollen Bürger zuerst ins Netz. Ja, jetzt, wir haben zwei Wortmeldungen, ich habe Sie schon ganz lange warten lassen. Bitte zuerst einmal hier vorne und dann nochmal Herr Schaar. Ja, mein Name ist Kara Schwarz-Schilling und ich komme von der Bundesnetzagentur und fühle mich jetzt angesprochen in dem Sinne, dass ich eben eine Beamtin bin, die Verwaltungshandeln lebt. Jetzt ist das eben einerseits so, dass wir machen was wahnsinnig Komplexes, Kompliziertes, ist von Bürgern ziemlich weit weg. Wir haben, glaube ich, vergleichsweise neue Gesetze und relativ transparente Verfahren, also alles, was wir machen oder sehr viel, was wir machen, wird veröffentlicht, wird kommentiert, es gibt Anhörungen ohne Ende. Natürlich viel zu wenig Stellungnahmen von Bürgern. Also wir sind selbstverständlich damit konfrontiert, dass es bestimmte Akteure in diesen Märkten, die haben sehr vested interests, um deren Geld geht es und die kommentieren auch immer und Bürger, da ist der Grenznutzen natürlich relativ gering und da gibt es so ein paar Spezialisten, die lieben das Thema und die schreiben auch immer einen Kommentar, aber letztlich ist der Endnutzer immer vergleichsweise unterrepräsentiert.
wenn ich mir jetzt überlege, dass wir das transformieren sollten in eine bürgerverständliche Sprache, also wenn wir unsere Verwaltungsakte zur Konsultation stellen, das versteht kein Mensch, also kein normaler Mensch. Ich bin Volkswirtin, ich unterhalte mich ständig mit Juristen und Ingenieuren, und wenn ich dann mal so sonntags auf unsere Papiere gucke, mit so, wenn ich gerade irgendwo draußen auf der Wiese war und gucke, was wir da so für ein Zeug schreiben, dann muss ich sagen, das kann kein Mensch verstehen. Das ist eine relativ komplizierte Rechtslage. Es geht um extrem viel Geld. Und ich habe jetzt einfach nur so reflektiert, machen wir das richtig, machen wir das gut, was müsste man anders machen? Und meine Kollegen von der Energieabteilung werden demnächst mit diesen Themen der Bürgerpartizipation natürlich viel mehr zu tun haben, wenn es um die Planfeststellungsverfahren von Stromtrassen geht. Und auf einmal haben wir also Biologen in der Behörde, und die sich mit Krötenwanderungen beschäftigen. Also es ist ganz was Neues, wo ich muss jetzt mal sagen, ich weiß es einfach nicht, was da geplant wird, aber wir sind ja natürlich zu diesem Job gekommen, auch wie die Jungfrau zum Kinde, und wir wissen alle, es gibt Stuttgart 21 und das muss alles anders gemacht werden. Und wir sind wahrscheinlich da ein ganz interessantes Experimentierfeld in diesem Bereich, weil vermutlich diese Energiewende wird ja nicht funktionieren, wenn keine Stromleitungen gebaut werden. Die Stromleitung will aber keiner haben. Also, dass man da einen sehr problematischen Prozess vor der Nase hat, ist glaube ich klar. Ich sage es jetzt einfach mal nur so. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, was in der Abteilung da gerade läuft und was man sich da überlegt. Ich weiß nur, dass es einen großen Stab gibt, der sich mit diesem Kommunikationsthema Öffentlichkeit befassen wird. Jetzt frage ich mal so hier von den Partizipationsexperten, was wären denn aus Ihrer Sicht Verfahren, die befriedigend wären, also im Hinblick natürlich auch auf Kosten und Nutzen? Gerne eine Direktreaktion, und das Mikrofon kann gleich nach vorne weiter wandern. Dankeschön. Also erstmal Gegenfrage, wo ist die evidenzbasierte Grundlage, auf der Sie sagen, es ist so komplex, dass das kaum jemand versteht? Das würde ich erstmal bezweifeln wollen. Also das am Ende zu sagen, am Ende der Gedankenkette gleich ein Nein zu formulieren, dass es schon gar nicht lohnt, die Sachen ins Netz zu stellen, finde ich immer etwas kurz gegriffen, weil gut, aber Gegenvorschlag. Vor ein paar Wochen war die Ellen Miller aus den USA hier auf der Bundeszentrale für politische Bildung, hat sie auch referiert, über die Sunlight Foundation ist es, glaube ich, und Open Congress, genau. Und sie hat erzählt, dass sie im Prinzip alles ins Netz stellen, was der Kongress irgendwie produziert an Daten. Und die haben was ganz Intelligentes gemacht, das fand ich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob man das technisch machen kann. Die haben an ihre Informationen am Ende so ein Kürzel dran gehängt und haben somit diese Datenwanderung erkennbar gemacht im Netz. Das heißt, die haben nachvollziehen können, nicht nur wie viele Leute das abrufen, sondern an welchen Stellen im Land das überhaupt wieder auftaucht. Und die waren sehr erschrocken, weil diese Klickzahlen und dieser Daten-Spreadout ging ins ganze Land in millionenfacher Aufrufung. Und das ist eigentlich der Widerspruch zu dem, was Sie sagen, Komplexität killt. Das stimmt, glaube ich, nicht. Wir hätten gerne gleich noch mal tiefer darauf eingehen, warum, dass dem Bürger nichts zugetraut wird, nicht? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch diese Dekonstruktion der deutschen Amtssprache als Tabuthema, was in diesem Kontext, finde ich, viel öfter angesprochen werden würde, aber komischerweise nie der Fall ist. Außer Sie wollen ganz brennend noch mal direkt dazu, würde ich jetzt Herrn Schaar bitten. Also ich würde gleich gerne noch mal was sagen zu dem Thema, weil Stromtrassen, weil das die Dame dort angesprochen hat, weil dazu haben wir ganz konkret eine Umfrage mit einer Universität gemacht, aber das kann ich vielleicht. Also insofern, das finde ich sehr spannend, auch was Sie gesagt haben. Ja, tatsächlich, Stromtrassen ist ein Riesenthema und das wird auch Richtung Bürgerbeteiligung wahnsinnigen Effekt haben. Wir haben mit dieser Universität eine Untersuchung gemacht und haben aber nach verschiedenen Gruppen gefragt, also nach Bürgern, der Verwaltung, Politik und auch Stromkonzerne. Mhm. Und haben mal gefragt, was erwarten Sie sich von dem Thema Bürgerbeteiligung? Wie sehen Sie es? Wie schätzen Sie es ein? Es gibt ja schon erste Formen, die gelaufen sind. Wie bewerten Sie das in der Erfahrung und wo sehen Sie die Knackpunkte? Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die auch alle ein unterschiedliches Bild haben und eine unterschiedliche Erwartung an die Bürgerbeteiligung. Wenn die Stromkonzerne das gerne nutzen möchten und sagen möchten, wir möchten irgendwie die Hoheit auch der Meinungsdeutung haben und möchten das nutzen, um auch zu wissen, was denkt das
Volk, sage ich mal so, der Bürger, ist es bei dem bei der Verwaltung so, dass, und das hatte der Herr hier vorne gesagt, dass es erstmal ein Ressourcenthema ist, weil die müssen da richtig viel Ressourcen reinstecken, die sie heute nicht haben. Stellen sind das, ja, und das müssen sie irgendwie bezahlen aus dem Haushalt etc. Und wo ist der Gegenwert? Den kann man ja nicht so einfach messen. Und die Bürger, die erwarten zunehmend eigentlich auch eine Beteiligung, aber auch die sagen, es ist auch wahnsinnig schwierig, weil oft werden über sehr komplexe Dinge geredet. Die Dame hat es ja auch erzählt, das ist oft auch sehr schwierig, auch die Sprache ist teilweise sehr schwierig, und ob man das dann in Form eines Online-Mechanismus dann entsprechend abarbeiten kann oder ob es nicht viel notwendiger ist, dann offline, also Bürgerforen etc., da gibt es ja viele Formen, das miteinander zu verbinden. Und auch da ist es schwierig dann, weil immer wieder Interessen, unterschiedliche Interessen da sind, und diese Interessen muss man ja zusammenfügen, weil unsere Gesellschaft ist nun mal plural, das ist, finde ich, auch gut, aber es ist dann schwer in diesen Prozessen. Und Stuttgart 21, das haben wir ja alle live mitverfolgt, hat es ja gezeigt, wie schwer das ist, wenn solche Positionen auch erstmal festgefahren sind, da wieder rauszukommen. Ja, genau. Und wie diese Partizipationsverfahren genau aussehen können, wollen wir hier schon auch noch ein bisschen ansprechen. Aber vielleicht kann ja auch noch eine trilaterale Konsultation danach stattfinden, wie man das genau am besten hinbekommt. Herr Schaar, bitteschön. Also die Frage der Kosten muss man wahrscheinlich wirklich in verschiedenen Dimensionen sich anschauen. Also einmal gibt es ja die Möglichkeit, die Transparenz quasi als aufgepfropften Prozess anzuschließen, sozusagen an bestehende Strukturen, an bestehende Prozesse. Dann ist es im Regelfall ziemlich kostspielig, kann man wahrscheinlich sagen. Wenn man relativ frühzeitig das mit bedenkt bei der Konstruktion von Informationsströmen und Informationssystemen, dann könnte es so sein, dass das sehr wenig kostet, die Informationen nur bereitzustellen. Also rein technisch ist es, gehen die Kosten, die Grenzkosten, sage ich mal, der zusätzlichen Öffentlichmachung über das hinaus, was man sowieso schon bereitstellt an die üblichen Adressaten, dann in einen fast vernachlässigbaren Bereich. Das ist sozusagen die erste Ebene, dass man natürlich das in Prozesse integrieren muss. Zweiter Aspekt ist, und das ist auch, das ist nicht nur der Verwaltung, geht nicht nur der Verwaltung so, ich glaube, es geht fast jedem so, es geht zum Beispiel auch den Parlamenten so, auch dem Deutschen Bundestag, wie ich erfahren habe. Immer dann, wenn es irgendwie unangenehm wird, wenn man irgendwie blöde Nachfragen kriegt oder so, dann geht mir im Übrigen auch so, ne? Dann tut das irgendwie weh, so etwas, die Leute dazu einzuladen und da dann entsprechend bereitzustellen. Aber ich denke, mit diesem Risiko muss der Staat einfach leben. Na, das ist so, das ist sozusagen, sind die Kosten von Demokratie und Transparenz. Und dann kommt man praktisch aber zu so einer neuen Kostenebene, wo man dann den Dialog auch führen muss. Ne? Und das ist natürlich dann, da müssen Anfragen beantwortet werden. Das reicht ja nicht aus, dass man irgendwas ins Netz stellt, sondern dann versteht jemand was falsch und dann muss man es immer klären und so weiter. Das sind auch Kosten, die im Zweifel nicht wirklich vermeidbar sind. Dann muss man, glaube ich, aber auch auf der anderen Seite akzeptieren, dass solche Kosten entstehen, und darf das jetzt nicht den einzelnen Mitarbeitern der Verwaltung nur auflasten, die ohnehin schon teilweise hart an der Grenze arbeiten. Und dann das wird dann sozusagen der Lackmustest auch für die Politik sein, ob man dazu bereit ist, da dann vielleicht auch noch mal was draufzulegen. Das ist nicht wirklich viel Geld verglichen mit dem, was wir zum Beispiel bei verzögerten Fertigstellungen von Großprojekten zahlen müssen. Aber es ist durchaus auch nicht völlig vernachlässigbar wenig. Ne? Aber dann ist man eben auch nicht nur beim Lackmustest für die Demokratie, sondern sozusagen, dass auch Grundrechte, dass demokratische Dialog- und Partizipationsmöglichkeiten eben einfach was kosten, nicht? Und dann muss man das eben auch in der Konkurrenz mit anderen Ausgaben dann diskutieren. Manchmal führt es ja dann sogar dazu, dass an anderer Stelle dann wieder Kosten eingespart werden. Also das Ergebnis eines politischen Prozesses sein, aber es ist natürlich nicht zwangsläufig so. Herr Schaar, Sie können direkt eine Reihe hinter sich einfach das Mikro weitergeben und bitte dazu Frau Knob. Ja, vielen Dank, Stefan. Achso, ganz kurz noch. Nein, ist, glaube ich, spannender, wenn Sie jetzt machen. Achso, na gut, dann.
Ich würde auch gleich auf Ihren Punkt eingehen, Stefan Wermer von der Open Knowledge Foundation. Die Sunlight Foundation, die macht's halt genau richtig. Das ist quasi, sie hat ein Department namens Sunlight Labs und die hat ganz viele Entwickler angestellt und die nehmen sich diese Open Data und tatsächlich Daten. Ich weiß nicht, was sie auf ihrer Webseite veröffentlichen, aber es müssen natürlich irgendwie georeferenzierte, maschinenlesbare Sachen sein. Nehmen Entwickler sowas und können sowas aufbereiten und den Leuten auch verständlicher machen. Ich habe nicht immer Angst, dass wenn der Staat irgendwie versucht zu kommunizieren, dann ist das oftmals PR. Da wird ein Partizipationsverfahren zu einem Bürgerdialog, wo eigentlich letztlich die Bürger viel sagen können. Und dann wird auch irgendjemand mal eingeladen, irgendwo vielleicht noch öffentlich was zu sagen, aber letztlich passiert nichts. Letztlich ist die Bürgermeinung dann nichts wert und das muss auch verhindert werden. Also diese Kommunikation, das muss, die Zivilgesellschaft soll halt auch kommunizieren können und zwar auf Basis der Daten der Verwaltung. Und deswegen müssen die halt maschinenlesbar und auch unter offenen Lizenzen veröffentlicht werden. Trauen Sie den Bürgern viel zu? Ja, es gibt sehr viele Experten auch in der Zivilgesellschaft, die sowas interpretieren können und die sowas auch aufbereiten können. Und es ist dann auch Journalismus gefragt. Aber darum kümmern wir uns. Die Voraussetzung ist halt, dass diese Daten vorhanden sind. Und fragt den Staat. Und Open Data Berlin sind auch ganz wichtige Beispiele, die zeigen, wie wichtig sozusagen dieser Druck und die Initiative von unten ist, die wir vorhin kurz angesprochen haben, um den Staat so ein bisschen zu seinem Glück zu zwingen und zu zeigen, der Bürger möchte es tatsächlich wissen. Also ich kann in diese Richtung auch nur argumentieren, aber ich bin immer erstaunt, dass es oftmals gelingt, der Verwaltung oder den Verwaltungen den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, dass sie darauf hängen bleiben, also nicht nur die Daten offen zu legen, sondern dass man irgendwie auch glaubt, die müssten Positionen beziehen und Deutungshoheit und Erklärungen darüber auslassen. Aber das ist originäre Aufgabe der Politik. Absolut. Also es gibt überall gewählte Repräsentanten in den Kommunen, in den Ländern, im Bund. Die sind im Prinzip auch aufgerufen zu erklären und zu positionieren, was diese Daten beinhalten. Und das kommt einfach zu kurz. Und das ist genau der Punkt, weil dieses Open Data kann man gut internetmäßig ablichten. Aber den geführten Dialog, der verschwindet oftmals und ist nicht mehr ganz so transparent nachzuvollziehen. Das ist wahrscheinlich auf Land- und Bundesebene nochmal ungleich schwieriger, diesen Diskussionsprozess oder den Dialog mit den Bürgern online zu führen als an einer kommunalen Ebene. Da geht das vielleicht noch auf dem begrenzten Raum. Jetzt hatten wir hier noch eine Wortmeldung. Hi, Gero Nagel, Pirat und Aktivist. Ich würde so ein bisschen weiterkommen. Also ich finde das mit den Open Data total wichtig und das funktioniert irgendwie auch ganz gut. In der Verwaltung, finde ich, funktioniert das zum Teil einfach nicht so gut, weil es da einfach nicht diese ganz festen Daten gibt, die da irgendwie gerade rausgegeben sind, sondern mehr so ein bisschen, was passiert da eigentlich? Und das kann man teilweise einfach, glaube ich, schlecht in Daten packen. Und wir haben das jetzt gerade im Landesverband Berlin, also von den Piraten, wo wir jetzt irgendwie häufig angesprochen werden, ja, wir machen irgendwie ganz, ganz viel Transparenz und das tun wir irgendwie auch und es gibt irgendwie alles im Wiki, aber wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo so viele Dinge zeitgleich passieren, dass eigentlich niemand mehr den Übersicht darüber hat, was eigentlich gerade wo passiert. Und einfach aus diesem Punkt, dass überall irgendwo Sachen reingeschrieben werden und sie einfach nur noch ganz, ganz schlecht strukturiert werden können. Und das, finde ich, ist auch ein Punkt, den man, glaube ich, unbedingt da quasi bei bedenken muss, also so ein bisschen zum einen, also was ja gerade gesagt wurde, gibt es einfach Texte, die einfach unglaublich fachsicher geschrieben werden, die für den Normalbürger, glaube ich, tatsächlich schlecht verständlich sind, was wir teilweise einfach auch haben. Und was dann noch ganz stark dazu kommt, ist, dass die Daten, also dass die Sachen, die irgendwo veröffentlicht sind, auch irgendwie nachvollziehbar sein müssen, also dass man sie als normaler Bürger auch einfach nachvollziehbar sein müssen, also dass sie visualisiert werden, dass man irgendwie sieht, okay, was genau passiert da, dass man so einen Haushalt hat irgendwie mal in, weiß nicht, verschiedene, also einfach so ein bisschen Cluster, dass man sagt, okay, und so viel Geld von dem, was wir haben, geht jetzt gerade dafür draus oder dafür. Was die Open Data, die Open Knowledge Foundation beziehungsweise also da drüben ja sehr viel gemacht wird und auch super ist, aber eben bei vielen anderen Dingen geht das einfach nicht so gut und das wiederum finde ich ein relativ großes Problem. Also wenn man sich das jetzt auf europäischer Ebene anguckt, wo das Europaparlament irgendwie unglaublich viele Paper veröffentlicht auf diesem Eul, also auf diesem Auge, wo es einfach unglaublich schwierig wird, da überhaupt durchzusehen, weil es so eine unglaubliche Masse an Dokumenten sind, die irgendwie da sind, wo aber abgesehen von Leuten, die sich damit tagtäglich beschäftigen, eigentlich niemand mehr wirklich durchsehen kann. Also für den Normalbürger, der kann da quasi gar nicht mehr durchsehen. Da müssen irgendwie unbedingt auch bessere Designprozesse einfach eingreifen, wo man sagt, okay, wie kann man das dann irgendwie noch gut strukturieren und wie kann man das irgendwie für den Bürger wieder nachvollziehbar machen?
Dankeschön. Ich würde gerne noch die zweite Wortmeldung nehmen, die war die Dame hier vorne. Und dann die Runde weitermachen. Danke. Würde ich auch unterstützen, dass es auch ein bisschen darum geht, wirklich trotz dass auch von Verwaltung wirklich eine Aufarbeitung stattfindet, wie man etwas darstellen kann. Und da muss einfach auch viel Geld rein investiert werden. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit. Ich habe das Gefühl, ganz häufig ist es eben nicht so, dass das Primat der Politik herrscht, sondern wir Verwaltungen haben, die eigentlich entscheiden, wie etwas passiert. So, und dass die diejenigen sind, die umsetzen, und erst recht in Städten, glaube ich, ist es noch eher so, dass Politik, die das auch noch freiwillig so ein bisschen nebenbei macht, neben ihrem normalen Job, der Verwaltung hinterherläuft. Und da muss aber trotzdem meiner Meinung nach von Politik nochmal ein ganz klares Statement kommen, dass die sagen, wir wollen Beteiligung, was natürlich viele andere Probleme für die auch mit sich bringt, aber sich zusammen mit den Bürgern tut und der Verwaltung den Auftrag gibt. Wir wollen beteiligen. Ich weiß, das hört sich gerade ein bisschen naiv an, aber es ist einfach, dieser Auftrag muss auch kommen. Und solange der nicht kommt und es eben keine klare irgendwie keinen klaren Auftrag gibt, wird Verwaltung auch nie wirklich reagieren. Ja, ich glaube, das war mehr ein Statement. Also der Druck, den wir angesprochen haben von beiden Seiten. Ja, aber auch, dass es nicht immer nur darum geht, dass Verwaltung und Politik gegen Bürgerschaft sind, sondern dass ich hier auch mal wirklich Politik und Bürger und yes. Zivilgesellschaft zusammentun kann und Druck auf Verwaltung ausüben sollte. Mhm. Dankeschön. Bevor wir die nächsten Wortmeldungen, oder wollen Sie ich würde direkt nur einen Satz dazu? Ergänzen. Okay. Berlin hat ein ganz tolles Handbuch Bürgerbeteiligung letztes Jahr im Sommer herausgegeben von der Senatsabteilung, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr, glaube ich. Und in diesem Handbuch wird zusammengestellt, was an Beteiligungsmöglichkeiten in Berlin da ist, aber es ist im Grunde nicht richtig klar, was jetzt eigentlich die Leserschaft sozusagen damit anfangen soll. Also dieses Buch ist sozusagen eine Premiere. Ganz toll, war sehr aufregend, wie es zustande kam und dass es da ist. Aber es ist unklar, was Politik eigentlich jetzt mit der Verwaltung vorhat. Denn wenn ich in der Verwaltung arbeite und kriege so ein Handbuch in die Hand, dann weiß ich nicht, was ist die Ansage, wer hat die Verantwortung, wie werden die rechtliche Regelungen verändert, sind neue Ressourcen notwendig und so weiter. Also von daher gibt es ein Handbuch, ein Signal ist gesetzt. So, jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht. Dankeschön nochmal für den Hinweis. Wir haben langsam, die Stunde ist wie im Flug vergangen, deswegen wir wollen aber noch ein paar Punkte ansprechen, zu denen wir noch gar nicht gekommen sind. Wir haben jetzt viel über die Probleme und Hürden gesprochen. Ich würde aber auch gerne noch zu den positiven Entwicklungen kommen, die wir zurzeit sehen. Und zwar hat sich ja zumindest auf kommunaler Ebene in Deutschland einiges getan, was die Bereitschaft von einigen Ländern und Kommunen zur Öffnung der Haushalte zum Beispiel angeht. Gütersloh, da läuft jetzt gerade ein neues Haushaltsverfahren für 2013 an. Das ist auch nicht das erste, was durchgeführt wird. Ich würde gerne einfach vielleicht erstmal aus Ihrer Sicht wissen, wie sind diese Verfahren bislang gelaufen? Wie sehen Sie die Entwicklung in diesem Bereich? Wir sind gestartet als Tiger und sind gelandet als Bettvorleger, um das vielleicht als Klammer vorwegzunehmen. Der Bürgerhaushalt in Gütersloh läuft in der dritten Runde. Gestartet ist er 2011 als Konstrukt aus der auch damals bei uns anklopfenden Finanzkrise. Wir hatten in dem schönen Städtchen Gütersloh, was immer sehr gut in Watte gepackt ist finanziell, das erste Mal ein Riesenhaushaltsdefizit, was unbedingt natürlich saniert werden musste. Und da hatte Verwaltung und Politik gesagt, wir holen uns einen externen Berater aus Nürnberg, den Namen sage ich nicht. Die sollen uns ein Haushaltssicherungskonzept oder eine Haushaltssanierung stricken. Und das hat unglaublich viel Geld gekostet, um die 160.000 Euro. Und da hat die Bürgerschaft gesagt, nee, so nicht. Wir hätten gerne doch auch nochmal unsere eigene Kommune in den Blick genommen und haben dann so viel Druck gemacht, dass die Bürgerinitiative entstanden ist für die Errichtung eines demokratischen Bürgerhaushaltes. Der ist auch etabliert worden, aber nicht, weil es jetzt irgendwie politisches, verwaltungstechnisches Postulat war, sondern weil 2009 die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen anstand und da konnte die Politik nicht mehr hinter dieses Versprechen zurück und hat gesagt, okay, wir etablieren das, Punkt. 2011 ist das Ding an den Start gegangen.
ein sehr, sehr offener Bürgerhaushalt, der eben nicht nur präjudiziert hat, dass man Sparvorschläge machen sollte, sondern man konnte auch ranken, was zum Beispiel sinnvoll ist an Ausgaben, und man konnte Priorisierung qua Kommentar eingeben, wo man bestimmte Ausgaben sieht und wo man bestimmte Veränderungen im Verhalten der Politik sehen sollte. Und das Ganze war politisch eigentlich eher als Sparschwein gedacht, aber die Bürger haben sich die politische Hoheit wieder zurückgeholt durch dieses Instrument und haben Themen benannt in diesem Geranken, die 30 besten Verfahren oder Vorschläge wurden nachher aufgelistet, und hat Themen aufgerufen, die Politik seit Jahren nicht bearbeitet hatte. Also der Spargedanke ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, und wir hatten eine extrem lebhafte Diskussion. Wir haben quotenmäßig 1,7% Beteiligung, was in diesen Verfahren im ganz guten Mittelwert liegt. Und wir haben über 500.000 Klicks auf dieser Seite, und plötzlich war die Stadt sehr, sehr politisiert. Also das ging runter bis zum Stammtisch, das ging runter, dass man sich echauffiert hat über bestimmte Themen, dass sogar Menschen auf die Straße gegangen sind und vor dem Rathaus protestiert haben. Sowas hat die Stadt lange nicht gesehen. Also ist Bewegung entstanden, und am Ende, nur um ein Bild zu skizzieren, war der Rat so voll, dass die Verwaltung das Rathaus abschließen musste, weil der Ansturm eben nicht mehr zu bewältigen war. Es hat es noch nie gegeben in der kleinen 100.000 Einwohnerstadt. So, das zeigt, dass das unheimlich viel eröffnet hat, mit dem Ziel, dass Politik sich unheimlich erschrocken hat, was da passiert ist mit dem Bürgerhaushalt, und angefangen hat, das System sukzessive klein zu hauen. Das heißt, sämtliche Stellhebel, die da möglich waren, wurden benutzt, um dieses große Instrument, was man der Bürgerschaft in die Hand gegeben hat, wieder zurückzufahren. Als da wäre, man hat kriminalisiert, also bis hin zum Kriminalisieren die Anonymität, hat gesagt, dass Horden im Netz mobilisiert worden seien, die das nicht hätten tun dürfen, dass Horden von Externen außerhalb von den Grenzen güterlos beteiligt worden wären, was nicht hätte sein dürfen. Also das hohe Gut der Partizipation und der Internetbeteiligung und auch Offline-Beteiligung wurde diskreditiert. Und das hat dazu geführt, dass das zweite Verfahren durchgeführt worden ist, weil man es ja irgendwie fortführen musste. Da ist die Beteiligung von 1.700 Nutzern auf gerade mal 400 geschrumpft, und Vorschläge kamen gerade mal 100 zusammen. Und die Beteiligungsquote war dementsprechend. Und das hat man dann wieder genommen als Argument, dass ein Bürgerhaushalt nicht funktioniert. Da sage ich, der Bürgerhaushalt funktioniert, wenn man sich von Anfang an über Kriterien austauscht. Das heißt, nicht nur die Quote darf ein Kriterium sein für das Gelingen, sondern man muss auch überlegen, wo sind die Qualitäten, die so ein Instrument mitbringt. Und Politik muss sich committen, was sie am Ende mit den Vorschlägen eigentlich machen möchte. Es ist ganz schädlich, wenn man erst Beteiligung groß schreibt und am Ende aber die Scheunentore sehr, sehr klein macht für das, was eigentlich realisiert werden kann und was durchgesetzt werden kann. Und Problemeinsatz noch, die Rechenschaft war völlig im Dunkeln. Während das eine online sehr transparent war, ist die Rechenschaft der Verwaltung und auch der Politik fast nicht abgelichtet worden. Und das ist ein Killerargument für jede Art von Partizipation. Eigentlich unglaublich, nicht diese Grundformeln, die Sie gerade aufgezählt haben. Man muss wissen, was man einfordert, wenn man Partizipation macht, klar machen, wohin das Ganze führt und was damit passiert, dass so etwas immer noch vergessen wird, wenn man solche Verfahren durchführt oder absichtlich. Man muss wissen, dass man Lernende ist. Ich bin ganz der Hoffnung, dass Sie vielleicht andere positive Beispiele für Partizipationsverfahren in Deutschland mitgebracht haben, wo wir nochmal mit ein bisschen einem Lichtblick, wie könnte denn die Reise weitergehen, diesen Raum verlassen. Ist das der Fall? Also so richtig große, schöne Beispiele. Es gibt sicherlich in Hamburg einige, es gibt international einige, Barcelona sicherlich. Also da gibt es ein paar Leuchttürmer. Was ich aber vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen möchte, ist auch, dass man die IT oder Informationstechnologie auch stärker nutzen kann. Und ich glaube, die hat da einen Schlüsselwert auch in diesem ganzen Verfahren. Online kann man viele Bürger beteiligen. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was der Herr da drüben sagte, dass natürlich die Informationen, die bereitgestellt werden, auch maschinenlesbar dann sein sollten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den offenen Bundeshaushalt.de denke, da kommt man auf PDF-Dokumente und das war es dann. Es ist zwar schön anzusehen und das ist immer ein großer Schritt nach vorne, aber ich glaube, Maschinenlesbarkeit und generell mit IT und mit modernen
IT-Mechanismen wie Business Intelligence, um es mal zu sagen, diese neuen Formen, was man alles so machen kann, mit dem Thema Big Data, also ganz wahnsinnig viel Daten, das hat der Herr ja auch angesprochen, Informationsüberflutung, ja, es gibt unglaublich viele Informationen, aber wo sind die wirklich relevanten Informationen? Das werden, glaube ich, Herausforderungen der Zukunft zu sein, dass man das rausfiltern kann und dass man das aber auch wieder strukturieren kann und wieder zuführen kann in die normalen Entscheidungsprozesse in der Verwaltung, weil es ja nicht sein kann, dass Anarchie herrscht und dann muss man sozusagen diese Dinge auch zumindest auswerten und dann wieder in die Reflexion einbinden und dann sozusagen mit diesen wieder etwas positiv machen. Deshalb glaube ich, ist Thema Analytics, BI, solche Themen, wie im Bereich der Statistik auch zum Beispiel eingesetzt wird, sowas auch sinnvoll und auch nach vorne gedacht. Der Weg zum Bürger muss kürzer werden, damit das Ganze auch fruchten kann. Vielleicht abschließend, weil wir jetzt wirklich schon keine Zeit leider mehr haben. Auf dem letzten Panel wurde ja auch stark nochmal dieses Thema, was ist denn mit den ganzen nicht netzaffinen Bürgern da draußen? Wären die nicht schrecklich ausgeschlossen und diskriminiert bei solchen Verfahren? Vielleicht nochmal jeweils kurz ein Statement von Ihnen beiden zu dieser, ja, zu dieser Annahme. Wie stehen Sie dazu? Nein, ich glaube, dass der Online-Prozess sehr, sehr schnell seinen Weg in die altmediale Berichterstattung findet und damit auch allen zugänglich ist und dass immer auch mitgedacht wird, dass Offliner genauso partizipieren können wie Onliner. Herr Niemeyer? Ja, also diese Trennung zwischen Offline und Onliner ist ja schwierig. Also wenn man dann liest, dass ganz viele Rentner Onliner sind und ganz viele andere Arbeitsgruppen Offliner sind, deshalb ist es wahnsinnig schwer, das wirklich abzugrenzen. Zumindest hat das der Bitkom, glaube ich, so neulich veröffentlicht. Also ich glaube, der Offliner wird immer weniger werden und irgendwo aber, glaube ich, wird der Offliner auch mitarbeiten können und das ist auch gut so. Also da, es wird nicht das Problem gesehen, eher an anderer Stelle, technisch, politisch. Wir haben einige davon skizziert. Ich glaube, jetzt fehlt uns leider die Zeit, das Ganze weiterzuführen, aber vielleicht haben Sie ja noch in der Pause ein bisschen Gelegenheit, sich auszutauschen. Falls noch Fragen unbeantwortet geblieben sind, ich möchte mich ganz herzlich bei meinen beiden Panelisten bedanken und auch bei Ihnen fürs Mitmachen und Zuhören. Nach einer kurzen, etwa 10-minütigen Pause treffen wir uns hier wieder, um das spannende Thema Transparenz und Netzneutralität zu diskutieren. Vielen Dank. Applaus